Kitesurf Cup 2017 auf Sylt. Ich bin hier gerade angekommen. Es ist ungefähr 12.15 Uhr. Um 12 Uhr sollte es eigentlich offiziell losgehen. Hinter uns das Zelt. Ich hatte eigentlich gedacht, unser Praktikant hat bis dahin schon alles aufgebaut, aber dem war nicht so. Haben es jetzt gerade in mühevoller Kleinarbeit geschafft, wenigstens mal hier die erste Zeltwand aufzumachen und haben ein wenig Sonne im Zelt. Jetzt geht es aber erst weiter, da kommt der Silas auch um die Ecke. Silas, mein Freund, kannst du mir einmal sagen, bitte, warum ich um 12.15 Uhr ankomme und unser Zelt noch nicht geöffnet hat? Das weiß ich auch nicht, das kann ich dir absolut nicht sagen. Du hast gedacht, wir machen einfach heute Surf Cup mit geschlossenen Türen, oder? Ganz genau. Ja, Silas, macht nichts. Ja, jetzt bin ich ja da, jetzt macht der Silas auch die zweite Wand noch auf. Und dann wollen wir mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Jarek, mein Freund, hast du ganz kurz einen Moment Zeit für mich? Ja. Jarek, grüß dich. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal. Hallo. Das sind unsere Zuschauer, wir sind auf YouTube und ich möchte von dir wissen, wo sind unsere Fahnen? Gute Frage. Ja, wo sind unsere Fahnen? Jetzt kannst du auch nicht das Video von diesem HSV-Spieler einspielen. 3 Sylt 1 fahren, habe ich mit dir besprochen, extra einen Auftrag gegeben. Ja. Bei Voss Digital. Sehr vielen Dank an Voss Digital, hat sehr schnell geklappt, innerhalb von einer Woche. Ja. Nicht selbstverständlich, ohne Aufpreis. Jarek, jetzt trotzdem die Frage an dich. Wo sind unsere Fahnen? Ich werde sie in der nächsten halben Stunde rauszaubern. Okay. Und dann werden sie sichtbar sein. Du gestehst ein, sie hängen jetzt noch nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, das ist irgendwie nicht bis jetzt eingetroffen. Nee. Jarek, das heißt, in einer Stunde laufe ich nochmal über das Gelände und dann sehe ich irgendwo die Fahnen. Ich helfe dir auch beim Aufhängen. Ich habe mich im Vorfeld natürlich informiert, was muss bei einem YouTube-Beitrag da sein? Wie funktioniert ein sogenannter Vlog? Dafür muss es immer eine Geschichte geben. Und ich sage Ihnen mal, was meine Geschichte heute ist. Meine Geschichte heute ist Kitesurf Cup, Sylt, blauer Himmel, Sonne. Was fehlt, ist der Wind. Man könnte sagen, wo bist du jetzt? Sag mir, wo du steckst, in meinem Herz, in meinem Bett. Das bezieht sich auf den Wind. Ich suche den Wind. Wir haben keinen Wind. Dafür haben wir Sonne. Das bezieht sich auch auf mein Bändchen. Ich trage aktuell nur mein Armband, aber ich habe das Kitesurf Cup Bändchen verloren und damit eigentlich gar keinen Zutritt mehr hier. Dann hatte ich Glück, dass die Dame unten am Strandzugang mich kannte. Aber ich muss mich jetzt neben dem Wind auch erstmal auf die Suche nach meinem Bändchen machen und natürlich auch weiterhin nach unseren Sylt 1 fahren. Ein Stück Pizza mit Ananas, Hawaii. Das, ja. So, jetzt hier bei Henning von der DLRG. Jawohl. Henning, seid ihr immer hier oder jetzt speziell für den Kitesurf Cup? Für den Kitesurf Cup, aber inzwischen bei jedem Kitesurf Cup hier, seit Jahren schon dabei. Okay, wo kommt ihr her ursprünglich? Von der Insel hier? Ja, das kennt man. Silas, hat fast geklappt. Ja, warte, ich setz mich immer zu dir. Da bist du im Bild. Oh, Alter, du bist total im Bild. Jetzt? Ich hab dich im Stuhl noch angeschrieben. Ach, jetzt bitte. Mach jetzt neu. Nein. Oh. Jetzt habe ich hier zwei junge Menschen sitzen, von denen ich gerne mal wissen möchte, wo die eigentlich herkommen. Moin ihr zwei, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich mich einfach mal zu euch setze. Wo kommt ihr beiden her? Was macht ihr hier? Wir kommen aus dem schönen Mainz. Beide? Ihr Urlaub. Ihr kommt aus dem schönen Mainz und seid verheiratet. Noch nicht. Nein, noch nicht. Okay. Verlobt? Auch nicht. Auch noch nicht. Nein, aber glücklich zusammen. Genau.
Und was treibt euch nach Sylt? Urlaub oder? Urlaub ist entspannt. Bisschen entspannt. Freunde haben wir hier, die leben. Okay, ihr seid aber nicht jetzt speziell zum Kitesurf Cup angereist. Nee, das nicht. Das heißt, für euch ist es halb so tragisch, dass noch keine Kite auf dem Wasser sind? Bis jetzt ja, aber wäre schon ganz cool, wenn ihr ein bisschen loslegen könnten. Wird heute wahrscheinlich schwierig, dafür könnt ihr die Sonne genießen. Morgen gibt es keine Sonne mehr, aber dafür gibt es dann Kiter. Ja. Morgen gibt es nämlich Regen und Wind. Dann kommen wir auch nicht mehr, oder? Ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage an euch beide. Habt ihr schon die Sylt 1 fahren gesehen? Nee. Zufälligerweise? Nein. Jetzt ganz ernst gemeint. Habt ihr Sylt 1 fahren gesehen? Nee, nicht. Aber wir haben eine Meerjungfrau gefunden. Okay, also keine Sylt 1 fahren, aber dafür eine Meerjungfrau. Vielen Dank euch beiden. Viel Spaß noch. Schönen Urlaub auf der Insel. Carsten Köthe. Moin, einen Carsten. Schönen guten Tag wünsche ich. Wenn man hier so alles trifft, unser oder, Freund Carsten Köthe. Oder? Bei uns am Freitag, glaube ich noch. Am ne? Donnerstag. Am Donnerstag live im Programm, 16 Uhr. 16 Uhr, Leute. Hier auf der Westerländer Promenade. Sylt-Zeit mit Carsten Köthe. Richtig, da ist man nichts hier mit Mieten, Kaufen, Wohnen oder was es noch so im Fernsehen gibt. Nein, Sylt-Zeit gucken wir alle gemeinsam. Da vorne, das, wo mein Zewe-Fotobuch vorhin, das ist das organisatorische... Der Container. Container, ja genau. Gerne. Ich habe Thilo mittlerweile tatsächlich gefunden. Ich weiß jetzt, wo sein Büro ist, aber ich weiß auch, Thilo hat viel zu tun und Thilo brauche ich auf meine Fahnen nicht anzusprechen. Dafür hat Thilo mir aber schon ein Band gegeben, das heißt, ich darf mich jetzt wieder offiziell auf dem Gelände bewegen. Das erste, was ich gefunden habe, ist also ein Band. Der Flo ist hier bei mir bei der Wasserrutsche und er fragt nach dir, er braucht seine Banner oder irgendwas. Fahnen. Das war seine Fahne hier hinten, ja, ich baue sie gerade auf. Wo ist er? Wo genau bist du? Unten hier auf Höhe von Gosch. Höhe von Gosch. Super. Super, danke. Er kommt gleich. Danke dir. Ab zu Gosch. Erik ist auch ein Schlaumeier. Gosch ist am anderen Ende. Die Fahnen sollten eigentlich bei uns am Zelt hängen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen das dem Erik mal verzeihen. Während die Damen mich hier ganz süß anlächeln, das macht mir jetzt aber auch keine bessere Stimmung. Schließlich war vereinbart, die Fahnen hängen bei uns am Zelt. Hier hängt jetzt Spielbank Sylt. Na gut, sind auch Hauptsponsor, ne? Alles klar, auf zu Erik. Auf ein neues! Drei Fahnen hängen dort drüben. Bitte angucken, vorbeikommen, Spaß haben. Wo hängen die Fahnen? Hinten bei Villa Kullerbund. Wie weit ist das weg von hier? 40 Meter. Gut, Jarek, gucken wir uns das jetzt zusammen an. Jarek, das wissen wir schuldig, die sollten eigentlich bei uns am Zelt hängen. Jetzt hängen unsere Fahnen bei Villa Kunterbund. Ja. Sag mal, weiß ich nicht, was du mit Pippi Langstrumpf hier anfangen willst. Also wir, Sylt 1, Sylter Fernsehen machen, seriöses Fernsehen. Wir haben mit Pippi Langstrumpf nichts am Hut, aber unsere Fahnen hängen, damit bin ich zufrieden. Jarek, los geht's. Alles klar. Tag 1, Kitesurf Cup auf Sylt, neigt sich dem Ende zu. Kurz vor 17 Uhr sind die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen. Es ist viel los hier. Wir haben als Sylt 1 heute am ersten Tag traditionell viel gesucht und auch gefunden. Akkreditierungsarmbänder, letztendlich sogar die Fahnen. Sie hängen mittlerweile im Hintergrund, wie ihr sehen könnt. Also auf Jarek ist am Ende des Tages dann doch Verlass, auch wenn es lange gedauert hat. Denn die meiste Zeit des Tages habe ich eigentlich Jarek gesucht. Aber alles gut, ich bin glücklich und zufrieden. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck hier vermitteln und ich bin gespannt, was morgen alles so passiert. Wir haben ja heute schon viele lustige, liebe, nette Menschen getroffen. Da knüpfen wir morgen dran an und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Für heute sage ich ciao, tschüss, macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.